Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich zurück von der IFA 2016 in Berlin, die zwar sehr cool war, aber ich habe mich sehr auf dieses Unboxing gefreut und heute schauen wir uns mal an, was in dieser sehr komischen Schachtel ist. Ja, warum ist diese Schachtel so komisch? Ich meine, im Titel seht ihr ja schon, was hier drin ist. Allerdings ist es ein sehr komischer Karton und das liegt daran, dass es ein Pre-Release-Gerät ist, das aber exakt gleich wie das fertige Gerät ist, nur hinten so ein paar Seriennummer auf der Rückseite hat, aber die interessieren uns ja nicht wirklich. Und deswegen möchte ich mich hier schon mal recht herzlich bei Mobilcom Debitel bedanken, die mir das Ganze zugeschickt haben, damit ich das für euch angucken kann. Und die Sache ist auch, ich werde auf jeden Fall für mein Review dann ein normales Note haben und nicht dieses Pre-Release nutzen. Wie gesagt, die sind eigentlich identisch, aber ich will es ja sehr fair machen. Und ich hoffe mal, dieses hier explodiert jetzt nicht, wenn wir es auspacken. Und da ist es auch schon sehr, sehr unspektakulär und nicht in Folien. Und ich habe es jetzt zum allerersten Mal gleich in der Hand. Und dafür gibt es eine kleine Story. Und zwar, ich war ja auf der IFA. Viele, viele meiner Kollegen hatten das Note. Ich hatte sogar ein Interview mit Samsung zum Note. Aber ich hatte es noch nie in der Hand. Immer wenn es mir jemand in die Hand drücken wollte, habe ich gesagt, nein, ich lasse es fallen. Ich will dieses Gerät wirklich erst in diesem Video zum ersten Mal in der Hand haben. Ja, so real bin ich geblieben und jetzt kommt mein realer erster Eindruck und ich bin so gespannt, weil ich habe es jetzt halt echt eine Woche lang vor meinen Augen gehabt und noch nicht in der Hand. Oha. Oha. Das fühlt sich an, als wäre es nur aus Glas. Ach krass. Es ist ganz, es war ja schon das R7 sehr, sehr rund, aber das ist ja krass. Wahnsinn. Das Glas wölbt sich auf der Rückseite und auf der Vorderseite dieses Mal. Und es fühlt sich richtig geil an. Wow. Oh, das ist echt cool. Das ist echt richtig cool. Man fühlt nur ganz leicht das Metall. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es arg rutschig wäre. Es fühlt sich dünn an, aber nicht ultra dünn. Ich hatte jetzt ja das Moto Z in der Hand, das war natürlich sehr, sehr dünn. Aber das, und es sieht auch einfach geil aus. Es ist wirklich das schönste Samsung-Handy. Wir schauen uns trotzdem mal an, was noch so in der Packung ist, weil da sind trotzdem die normalen Sachen dabei. Wir haben hier das normale Ladekabel und das normale Netzteil. Und ich empfehle euch herzlichst, dass wenn ihr ein Note habt, das hier auch zu verwenden. Weil wenn man es nicht verwendet, dann kann es sein, dass der Akku irgendwie Feuer fängt. Und das wollen wir ja nicht. Und das lag eben an falschen Netzteilen. Da kann Samsung eigentlich so viel auch wieder nicht dazu. Dann haben wir hier noch normale Kopfhörer. Sind jetzt nichts Besonderes, glaube ich. Samsung In-Ear-Kopfhörer. Sie sehen nicht schlecht aus, fühlen sich im Ohr nicht schlecht an und ich bin natürlich froh, dass Kopfhörer beiliegen, weil es ist nicht bei jedem Gerät so, aber bei so einem Gerät sollte es natürlich der Fall sein, weil es kostet immerhin 850 Euro aktuell. Dann haben wir hier noch den Übeltäter in der Packung. Hieran soll es anscheinend liegen, dass das Gerät Feuer fangen konnte bei manchen Modellen, denn dieses Gerät hier übermittelt nicht ans Netzteil die Daten vom Note und dadurch lädt das Netzteil das Note viel zu stark auf und normale Kabel übermitteln diese Daten, dieses Ding anscheinend nicht. Vielleicht ist das einer der Gründe. Und dann haben wir hier noch einen ganz kleinen Adapter von USB-C auf Micro-USB. Das ist natürlich auch cool. Normalerweise wären hier jetzt noch Spitzen für den S-Pen dabei, aber die aktuelle Spitze ist ja auch schon dünner und so ja sehr cool sein. Und jetzt kommen wir noch zu einem Moment, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, nämlich den S-Pen. Och, ist das cool. Das fühlt sich ja richtig cool an. Oh, wow. Ach, das macht Spaß. Dieser Drückknopf, ich habe den noch nie gedrückt. Ich habe mich auch da echt zurückgehalten. Das ist cool. Ich weiß schon total, wie ich damit rumspielen werde. So in langweiligen Situationen oder so. Und das Coole ist auch, man kann ihn halt dieses Jahr nicht falschrum ins Gerät reinstecken, weil er etwas größer gemacht wurde, einfach als der Schacht. Ich will das Note jetzt auf jeden Fall mal einschalten. Ich meine, Hammer-Display, Hammer-Kamera, Hammer-Akkulaufzeit und so. Und Hammer-Akkulaufzeit ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das Gerät ist leer. So, 15 Minuten später haben wir jetzt dank Quick Charge 20% Akku im Tank und schalten das Gerät jetzt mal ein, weil ich bin doch sehr gespannt da drauf. Ich muss schon sagen, dieses Handy hat es mir angetan. Ich habe es gerade nochmal hinter der Kamera natürlich ein bisschen angeguckt. Es ist schon sehr sexy. Aber ich will natürlich objektiv bleiben. So wie ich immer bin. Ganz nüchtern. Und mir dieses Gerät anschauen. Und euch dann sagen, ob ihr es kaufen solltet oder nicht. Und da ist es schon an. Schön. Nee. Ja. Es war ein Code eingestellt, weil es schon eingerichtet ist. Und ich dachte, den weiß ich nicht. Aber es war einfach 4x0. Gut. Da ist es schon. Sieht schön aus. Tolles Display, selbstverständlich. Ist es halt ein Samsung-Display und die sind halt gerade sehr geil. Kamera, auch sehr geil. Ja, das sieht auch schön aus. Ja.
Ich weiß, ihr hättet jetzt sehr gerne schon das Review. Ich werde das aber erst in so circa 2 bis 3 Wochen hochladen können, weil ich das Gerät ja sehr gut testen will. Danke nochmal an Mobilcom und danke an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Juhu, ein Note.